Foodfotografie ist dein absoluter Traumjob, aber du hast keine Ahnung, ob du überhaupt das Zeug dazu hast. Das finden wir heute zusammen raus. Ich arbeite jetzt seit über 9 Jahren als Foodfotografin und weiß, was du brauchst und mitbringen musst, um diesen Traumjob für dich zur Realität zu machen. Ich stelle dir jetzt mal hintereinander 5 Fragen und du beantwortest die mal in Gedanken für dich. Oder noch besser, du schnappst dir jetzt mal Stift und Papier und schreibst deine Antworten und deine Gedanken mit auf. Wenn du das machst, sind die nächsten paar Minuten, die du hier zusammen mit mir in diesem Video verbringst, nämlich nicht nur ein netter Zeitvertreib, sondern du nimmst auch wirklich was für dich mit. Die erste Frage, die du für dich beantworten musst, ist: Bist du wirklich so fasziniert von der Foodfotografie, dass du dich den ganzen Tag mit Foodfotografie, Food und dem Ganzen drumherum beschäftigen könntest? Denn ja, wenn du das zu deinem Beruf machst, dann wird das dein tägliches Thema. Dann hast du jeden Tag mit diesen Dingen zu tun. Du wirst dich tagtäglich mit Food, Foodstyling, Requisiten, der Kamera, Bildbearbeitung, Bildaufbau und so weiter beschäftigen. Wenn du weißt, dass du bei diesen Themen die Zeit vergisst, so richtig im Flow bist und am liebsten gar nicht mehr aufhören würdest, dann kannst du diese erste Frage für dich schon mal mit einem fetten Ja beantworten. Die zweite Frage, die du dir stellen musst, ist: Bist du auch bereit dazu, eine Menge über die Business-Seite der Foodfotografie zu lernen? Für deinen Traumjob als Foodfotograf oder Fotografin musst du natürlich hervorragende Foodfotos machen. Das ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung. Aber um davon leben zu können, brauchst du natürlich auch sowas wie Kunden. Und dafür, um Kunden zu gewinnen, brauchst du eine Website, ein Portfolio, ein Pricing, einen Finanzplan, eventuell einen Businessplan. Das heißt, da gibt es noch eine ganze unternehmerische Businessseite, die zum eigentlichen Fotografieren dazukommt. Das sind alles super spannende Dinge, die du aber Schritt für Schritt auf deinem Weg lernen wirst. Ja, also da muss man sich nicht überwältigt von fühlen. Das ist kein Hexenwerk, das ist alles machbar. Und wenn du da Lust drauf hast, dann kannst du auch unter diese Frage mal ein fettes Ja setzen. Meine dritte Frage an dich ist es: Hast du es satt, jeden Tag irgendwelche Dinge zu tun, für die du eigentlich überhaupt nicht brennst, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast und möchtest stattdessen wirklich das tun, was dir Spaß macht, Freude bringt und dich erfüllt? Denk mal an deinen aktuellen Job, an das, was du tagtäglich machst. Ist das wirklich deine Leidenschaft? Ist das das, was dich erfüllt? Brennst du dafür? Ist es das, was du die nächsten 10, 20, 30 Jahre noch weitermachen möchtest? Oder willst du deine Zeit mit deiner Leidenschaft verbringen, mit etwas, das dir wirklich Freude macht? Möchtest du mehr Flexibilität in deinem Jobleben, in deiner Arbeit? Möchtest du deine Zeit frei einteilen? Dann will ich dir eine Sache sagen, weil das ist etwas, das wir ganz, ganz oft vergessen. Dein Job darf dir Spaß machen, der darf dir Freude bringen. Und trotzdem, und das ist das, was wir auch oft vergessen, darfst du damit jede Menge Geld verdienen, auch wenn es dir Spaß macht. Vielleicht hat man dir mal erzählt, dass Arbeit keinen Spaß machen darf, dass Arbeit hart sein muss und keine Freude bringen darf und dass man dafür schuften muss, um Geld zu verdienen. Ja, ist nicht so. Das denken aber leider ganz, ganz viele. Ganz viele haben auch noch diesen Glaubenssatz im Kopf: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Warum eigentlich? Stell dir mal vor, deine Arbeit ist dein Vergnügen. Ja, und das geht, das ist möglich. Ja? Also verabschiede dich von dieser Denkweise, dass Arbeit hart sein muss und keinen Spaß machen darf. Wenn du das willst, dann gibt es auch beim dritten Punkt ein fettes Ja. Schreib das auch gerne einfach mal direkt in die Kommentare, wenn du dir das wünschst. Schreib einfach mal rein Ja. Die vierte Frage, die du jetzt für dich beantworten kannst, ist: Möchtest du auch Geld mit dem verdienen, was dir wirklich Spaß macht? Kommen wir wirklich nochmal auf das Thema Geld verdienen zu sprechen. Vielleicht sagst du ja: Oh, die Foodfotografie, das macht mir so viel Spaß, ich würde das auch ohne Geld machen. Ja, nobler Gedanke und zeigt, wie viel Leidenschaft und Freude du an der Fotografie hast. Aber wenn du das zu deinem Beruf machen möchtest, musst du damit natürlich Geld verdienen. Und deine Arbeit ist ja auch etwas wert, völlig unabhängig davon, ob du jetzt gerade anfängst oder schon lange dabei bist. Und dein Traumjob, Foodfotografie, soll dir ja auch deine Miete zahlen können. Das heißt, die Frage, ob du damit Geld verdienen möchtest, solltest du auch ganz klar mit Yes beantworten. Dann bleibt zum Schluss nur noch eine Frage: Hast du jetzt Lust bekommen, deine Leidenschaft für die Foodfotografie in ein Business umzuwandeln und Foodfotografin zu werden? Du hast alle Fragen bis jetzt mit Ja beantwortet, dann hast du definitiv das Zeug zur Foodfotografin oder zum Foodfotografen. Kannst du dir jetzt vorstellen, dich haupt- oder auch nebenberuflich mit der Foodfotografie selbstständig zu machen?
Hast du Lust? Ist das dein Traum? Wenn du bis jetzt alle Fragen schon mit Ja beantwortet hast, dann ist das, glaube ich, selbstverständlich. Dann kommt auch hinter diese Frage ein Ja. Und nun? Jetzt schwirren wahrscheinlich einige Fragen in deinem Kopf rum. Sind meine Food-Fotos überhaupt gut genug dafür? Wie komme ich überhaupt an Kunden? Wie viel kann ich damit überhaupt verdienen? Ja, das sind alles Fragen, die sich zu Beginn natürlich erstmal stellen. Deswegen möchte ich dich zu meinem Online-Live-Workshop am 9. Oktober einladen. Der Workshop ist wirklich live, ich bin da und er kostet dich 0 Euro. Den Link zur Anmeldung packe ich dir in die Videobeschreibung. Ich werde dir dort erzählen, welche Art von Kunden du mit der Food-Fotografie überhaupt gewinnen kannst, wie du dein Honorar etwa einordnen kannst und du hast sogar die Chance, Feedback von mir auf deine Food-Fotos zu bekommen. Wie gesagt, den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns live am 9. Oktober. Ich freue mich drauf. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du nichts mehr rund um die Food-Fotografie und dein Food-Foto-Business verpasst.